Ich tue ja mich gerne in der Berichterstattung auf die Schweiz konzentrieren. Aber jetzt sollte ich doch mal einen kleinen Ausflug machen auf Essen in Deutschland. Da gibt es einen Link, wenn man das schon googelt, kommt es gerade, melden eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Jetzt wird also die Stadt Essen, das Ordnungsamt, hat ein Formular. Ort des Verstoßes, Datum der Feststellung und dann Art des Verstoßes. Jetzt schaut das mal an, was da steht. Unzulässiger Betrieb von Freizeit- und Vergnügungsstätten, Organisation oder Teilnahme an Sportfesten und ähnlichen Sportveranstaltungen. Da kann man melden. Ein Verstoß, weil man an einem Sportfest teilgenommen hat oder an einer Sportveranstaltung. Weil jemand unterlassen hat, die erforderlichen Schutzmaßnahmen in Bibliotheken oder Hochschulbibliotheken zu erlassen. Weil jemand angeboten hat, Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten zu touristischen Zwecken, wo keinen Wohnsitz in der Gegend haben. Obwohl das vom Gericht schon gekippt worden ist. Ich weiss nicht, in Essen, aber schon, glaub, zweimal haben sie das gekippt in Deutschland. Da steht es weiterhin drin. Nichtumsetzung von Hygienemaßnahmen in Restaurants, Gaststätten und Kneipen. Durchführung, Teilnahme an einer Veranstaltung, bei der die erforderlichen Schutzmaßnahmen getragen werden. Zusammenkunft oder Ansammlung im öffentlichen Raum. Verstoß gegen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Da haben wir es. Also, wer keine Maske hat, jetzt könnt ihr da anfangen, verzeigen online durch ein Formular. Durchführung von unzulässigen Veranstaltungen, Nichteinhaltung von Hygienemaßnahmen in Handelseinrichtungen, sonstiger Corona-Schwur unzulässiger Sachverhalt, zum Beispiel Friseurtätigkeit, Nagelstudio. Man kann keine Vergewaltigungen melden, man kann, wenn jemand schnell fährt, das nicht melden, aber wenn man bei Corona, gegen Göttin Corona, etwas falsch macht, dann hat es das Formular gemacht. Da sind wir jetzt angekommen, bei der Denunziation von Staatswegen. Oh.